Leute, wir sind zurück bei Kingdom Hearts Final Mix, German Dub. Ja, wir haben letzten Part irgendwas gemacht. Ich glaube, Monstro durchgespielt mit vielen komischen Textur-Dingern. Egal. Wir sind jetzt hier in der Arena des Olymps und müssen das nächste Turnier absolvieren. Du kennst die Regeln, oder? Welcher Wettbewerb soll es sein? Moment, Pegasus Cup? Haben wir die beiden nicht sogar schon? Nein. Dann als nächstes den Pegasus Cup. Nein, 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 nein. Yes, let's go. Die Gesetzlosen, ja, los geht's. Läuft bei uns. So, wir müssen auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. So, auf Wiedersehen. Ach, das war's schon. Ja, nice. Die Madigen. Ja, gut. Das hat sich voll nicht gelohnt, ne? So, die drauf. Oh, nee, Alter. Wundervoll. Sehr schön. Wenigstens haben wir den Feuerfettsack erledigt. Oh, Kacke. Ja, genau. Danke, Donald. Die Voltix. Die Vita-Zipfler werden uns am meisten auf den Sack gehen, glaube ich. So, easy. So, komm. Da ist einer der Vita-Zipfler. So, der ist weg. Ach, komm. Danke. Ja, Goofy am Ausrasten. Läuft bei ihm. Die Fettmöpse. Okay, los geht's, Alter. Sehr schön. Ich feier das. Gott, gehen mir die auf den Sack, Alter. Und Donald macht wie immer das, was er am besten kann, nämlich sterben. Damit geht's. So, einmal mit den Heal. Damit wir ja nicht komplett verloren sind. So, der ist tot. So, tschüss. Das war das Schlüsselschwert. Donald, was hast du bitte gemacht, Alter? Du bist natürlich wieder mal abgekratzt. Das ist das Beste, was du kannst. Die Pilze. Oh nein, bitte nicht Giftfungis, Alter. Die geben zwar viel EP, aber die sind auch echt scheiße, was das Kämpfen angeht. Ah, hier haben wir einen kleinen Bug. Der hat sich wahrscheinlich schon verwandelt und deswegen können wir den nicht angreifen gerade. So, der ist weg. Ja, nice. Genau, jetzt hat er sich noch... Normalerweise werden die eigentlich Silber. Vielleicht nicht das am Turnier oder sowas. Dass sie jetzt ihre Farbe nicht ändern oder so. Das war's. Easy. Die
die Dunkelwitwe. Sehr schön, ouch. Warst alle schon tot? Ja, moin. Ja, das war's für jetzt, Sora, aber wir haben ganz schön Leben verloren. Och, komm. Oh, 5 Fettsäcke, Alter. Oh, ich raste aus. Und dann sind es auch noch 3 dieser beschissenen Feuerwampen, Alter. Und das Beste ist, diese bekackten Feuerwampen, die gehen halt nur auf mich. Die ganze Zeit. Das ist so nervig. Oh, Alter. War das knapp. Die anderen beiden sind schon tot. Ja, ist klar. Was hast du dir denn dabei gedacht, du Fettwanst, Alter? Tschüss. Easy. Sagt der Easy und wäre fast draufgegangen, ne? Ja, ist klar. Gut gemacht, Train. Oh, nö, Alter. Oh, ich weiß, das wird richtig ekelhaft. Es ist vorbei. Konzentriert euch nicht zuerst auf Leon, sondern zuerst auf Yuffie. Es ist vorbei. Ja. Es ist vorbei. Ja. Schau. Ja. Bleib hier, wenn du aufgibst. Ja. Ja. Komm mit, bleib hier, wenn du aufgibst. Na, Frau. Oh, Leon, du gehst mir auf den Sack, Alter. Es ist vorbei. Alter! So, komm! Vorbei. Oh. Los geht's. Hoi, gut. Yuffie, Yuffie ist schon mal besiegt. Jetzt haben wir nur Leon. Alter, du Feigling. So, komm, den besiegen wir doch, Alter. Gegen mich hast du keine Chance. Es ist vorbei. So, Alter. Goofy macht ihn fertig. Es ist vorbei. Vorsichtig. Nimm das. Aua. So, komm. Sora, mach ihn fertig, Alter. Es ist vorbei. Damit geht's. Au. Es ist vorbei. So, wir haben ihn fast. Komm schon.
Das war's. Easy. Puh. Wir sind die Champions. Sora hat Tontaube erhalten. Das war großartig. Scheint, dass Phil einen neuen Helden trainiert hat. Ist Stärke das Wichtigste für einen Helden? Was du wirklich brauchst, ist ein starkes Herz. Wie bekommt man nun ein starkes Herz? Wenn du die Antwort nicht weißt, bist du kein Held. Sprich nicht in Rätseln. Das ist kein Rätsel. Gut. Damit hätten wir das soweit abgeschlossen. Was mache ich hier eigentlich? Wir können doch eigentlich wieder gehen. Was? Wir können von hier aus nicht zum Gummischiff? Oh ja, toll. Gut, dann doch durch die Tür. Als nächstes wollen wir hier hin, ne? Ja, hier würde ich gerne als nächstes hin. Oder wollen wir nach Story gehen? Wir gehen erstmal nach Monstro nochmal zurück. Tja, Monstro muss uns jetzt aber leider noch einmal verschlucken. Gut, damit sind wir jetzt nochmal zurück nach Monstro. So, Kamera, bitte dreh dich mal. Und wieder in den Gummijet. Los geht's. So, jetzt sehen wir auch den Rest der Strecke. Wow! So, gönn dir, Sora. So, den nehmen wir mit. Oh, Dreck. Natürlich muss es Halloween Town sein, ne? Bringen wir das schnell hinter uns. Ganz schön gespenstisch hier. Die Leute hier sehen bestimmt auch gespenstisch aus. Keine Angst, wir sehen ja genauso gespenstisch aus. Wenn sie uns erschrecken, erschrecken wir sie ebenfalls. Meinst du? Leute, ihr müsst wissen, Halloween Town ist einer meiner absoluten Hasswelten. Ich finde sie sowohl in Kingdom Hearts 1 als auch in Kingdom Hearts 2 mit einer der langweiligsten Welten, die man spielen kann. Quälen wir uns hier schnell durch. Gut, auf geht's. Ja, nice. Dann halt nicht. Und nun darf ich vorstellen, der Meister des Horrors, der König der Albträume, Jack Skellig. Thank you.
Geister werden dieses Jahr der große Renner zu Halloween. Danke, danke. Man muss aber noch an ihren Bewegungen arbeiten. Sie sind nicht gruselig genug. In Angst und Schrecken will ich die Leute versetzen. Ich frage mal den Doktor um Rat. Und ich kümmere mich um die Dekoration. Ja, mach das mal, Bruder. So. Gehen wir schnell zum Labor. Ich will die Welt nur so schnell wie möglich hinter mich bringen. Ich versteh's nicht. Vielleicht wurde bei der Explosion das Steuerungssystem beschädigt. Unsinn! Meine Apparate sind immer perfekt. Oh, jetzt fällt's mir ein. Aber natürlich, die Herzlosen brauchen ein Herz. Doch meinen Sie, wir können in dieses Gerät noch ein Herz einbauen? Ja, ein Herz ist nicht so kompliziert. Auf die Arme. Zum Bau eines Herzens nehme man zuerst ein Kästchen und ein Schloss. Erst brauchen wir den Schlüssel für dieses Ding. Willst du es ihnen wirklich öffnen? Wieso nicht, wenn sie Erfolg haben? Brauchen wir nicht gegen die Herzlosen zu kämpfen? Außerdem möchte ich auch die Herzlosen tanzen sehen. Du etwa nicht? Nicht wirklich. Ja, gut. Oh, erstaunlich. Und du bist? Sora. Gut gemacht, Sora. Du musst dieses Jahr unbedingt bei Halloween mitmachen. Was macht dieser Herzlose hier? Oh, die Herzlosen kamen erst neulich zu uns in die Stadt. Ich krieg sie aber nicht dazu, mit mir zu tanzen. Deshalb versuchen der Doktor und ich gerade, ihr Steuerungssystem zu verbessern. Er ist ein echtes Genie. Also, Doktor, lassen Sie uns fortfahren. Die Zutaten für ein Herz, Puls, Gefühle. Horror? Furcht. Hoffnung und Verzweiflung. Dann alles gut vermischen und schon haben wir ein Herz. Vielleicht fehlen uns Zutaten. Geben wir ein bisschen Erinnerung dazu. Sally? Sally! Sie ist zu nichts Nutze. Ich frage mich, wozu ich sie erschaffen habe. Wir können Sallys Erinnerung benutzen. Sieh zu, ob du sie auftreiben kannst. Kein Problem. Sora, möchtest du mitkommen? Klar. Ja, geil. So, hier haben wir eine der verlorenen Seiten. Brauchen wir 5 Stück insgesamt, gibt's davon. So, dann suchen wir mal Sally. Jack! Jack! Wir haben eine große Krise. Die Herzlosen sind völlig außer Kontrolle. Wir können sie nicht stoppen. Wer weiß, was unser Experiment ausgelöst hat. Alles wird gut, Bürgermeister. Machen Sie sich keine Sorgen. Ja, dann mal los. Würde ich auch sagen. So, jetzt dürfen wir doch gegen die Herzlosen kämpfen. Hat sich also richtig nicht gelohnt.
Aber Moment mal, wir haben doch eine Menge Ability Points gekriegt. Ja, geht. Eine Menge ist ein bisschen übertrieben, aber was soll's. Hurricane-Stoß oder Tontaube? Machen wir das zuerst. So, Ausrüstung. Hier können wir leider noch nichts Besseres ausrüsten. Überall würde ich nur Ability Points verlieren. Und sogar Abwehrpunkte, lass mal stecken. So, das war's. Selbst die kleinen Herzlosen bringen uns jetzt extrem viel Erfahrungspunkte. Was, hier ist noch einer? Ja gut, das war nix. Los, vernichte ihn, Sora. Ja, moin, Alter. So, ich glaube, wir müssen hier lang, oder? So, dann mal hoch hier. Ort des Sarges. Vielleicht ist sie hier, aber zuerst müssen wir uns um die Herzlosen kümmern. Ja, dann mal los. Sollte ja nicht allzu schwer werden gegen die Kleinen hier. So, die vernichten wir halt easy. Die sind noch einfach, aber hier kommen noch ätzendere Gegner, wenn ich das noch in Erinnerung habe. Genau die. Die können richtig ekelhaft werden. Da haben wir einen Luzidstein gekriegt. Ja, moin. Zero, hast du Sally irgendwo gesehen? Irgendwas, Jack? Nein, alles wunderbar. Das wird das schönste Halloween, das wir je hatten. Uns fehlt nur noch deine Erinnerung. Erinnerung? Du meinst das hier? Vergiss mein nicht erhalten. Ich habe kein gutes Gefühl, Jack. Warum probiert ihr es nicht mit was anderem? Ihr habt noch Zeit. Nichts kann meinen Plan für dieses Jahr übertrumpfen. Sobald die Herzlosen ein Herz haben, werden sie so tanzen, wie ich es mir vorstelle. Glaub mir, du wirst begeistert sein. Okay, wenn er meint, dann mal los. Jetzt? Wie kann man so blöd sein? Liegt das nicht auf der Hand? Wir sagen es Oogie Boogie. Ja, dann verrate das mal Oogie Boogie. Ist mir scheißegal. Ich will das nur schnell hinter mich bringen. Los geht's. Ja, das ist es. Jetzt fehlt nur noch eine Zutat. Wir brauchen Überraschung, um das Herz zu vollenden. Der Bürgermeister weiß, wo sie ist. Ein Herz? Jack, diese Hohlschädel mag tatsächlich ein Herz. Da bin ich aber platt. Das läuft doch gut für mich. Wenn ich es in die Hände kriege. Na schön, ich hab keine. Aber ich werde es mir schnappen und die Macht über die Herzlosen erlangen. Yeah!
Gut, dann mal los zum Bürgermeister. Aber erstmal dürfen wir uns um die Herzlosen kümmern. Krass, wie stark die jetzt. Das Level zieht jetzt hier im Halloween Town schon sehr stark an. So, zum Glück. Scheiße, jetzt habe ich den. Sora, falscher Gegner, Alter. So, einmal ein Heal. Ihr seht, also die normal, das ist auch normalerweise noch gar nicht die Welt, wo wir hin sollten, sondern erst in die andere Welt davor. Aua! So, Vorsicht. Das nehmen wir alles mit. So, irgendwo muss der Bürgermeister sein. Aber wir brauchen die Level unbedingt. Deswegen mache ich den Scheiß hier ja auch gerade. Alter, hast du es jetzt mal? Danke. Nice. So, den habe ich erledigt. Und Donald schreit die ganze Zeit nur um Hilfe. Aber er kann auch nur um Hilfe schreien und er kann ja sonst nichts anderes. So, komm. Ja, weg mit dir. Nice. Alter, wie viele gibt's hier denn noch? Dankeschön. Ich weiß, dass wir hier lang müssen. So, das war's. Wundervoll. Ich raste aus, Alter. Jetzt reicht's aber mit den Herzlosen hier. Die übertreiben. Ist ja furchtbar. Oh, nö. Scheiße. Verkackt, Alter. So, was willst du jetzt von mir? Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst, Alter. Das ist wahrscheinlich Eis, ne? Feuer, ne? Ich will nicht nochmal Aero einsetzen. Das kostet mich zu viel Magie, Alter. Ja, das war... Oh Gott, ich habe den anderen getroffen. Ich habe leider keine Magie mehr, also scheiß drauf. Gut. Ja, wir müssen, glaube ich, ins Grab. Genau, da ist der Bürgermeister. Bei den Grabsteinen erscheinen Geister. Untersucht die Grabsteine in der Reihenfolge, in der die Geister erscheinen. Wenn ihr euch irrt, erlebt ihr eine Überraschung. Hervorragend! Schaut nun in den Kürbis.
Oh. Überraschung erhalten. Gut, da wieder zurück. Shit. Hätte ich mit super Überraschung, Alter. Ah. So, sehr gut. Nice, Goofys LP sind gestiegen. Goofy hat schon echt extrem viel Leben, fällt mir gerade auf. Goofy übertreibt das ganz schön. Vorsicht! Alter! Oh, du gehst mir auf den Sack, ey. Mit deinem Rumgespringe. Ich hasse Halloween Town, Alter. Ich bin so froh, wenn wir das hier hinter uns haben. So, aber der Vorteil von Halloween Town jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ist, dass wir halt gut leveln können, ne? Oh, noch mehr Gegner, Alter. Und wir müssen die Erfahrungspunkte aber mitnehmen, weil wir die brauchen. Für die nächsten Welten nachher. Sehr schön. Ach, Kacke. Nee, da müssen wir jetzt nochmal rausgehen. Ich habe vergessen, in Halloween Town gibt es, glaube ich, nachher nur 2 oder 3 Speicherpunkte. Und ich will den Part nicht so weit überziehen, wie es nötig ist. Also müssen wir erstmal einmal hier hingehen. Leute, dann würde ich aber sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Im nächsten Part werden wir hier in Halloween Town weitermachen und hoffentlich diese schreckliche Welt beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Kingdom Hearts Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann.